Mein PC mag nicht mehr nach einem wiederholtesten Start. Ich glaube, das habe ich jetzt viermal gestartet. Ich strebe gerade bei. Ja, aber das wäre doch auch geil, oder? Wenn wir dann Rev durch haben, einfach mal eine Kreativmap starten und jeder baut dann einfach mal so ein richtig krasses Floß auf. So als Abspannen, als Ende zu Rev. Das wäre eigentlich geil. Mhm. So, ich bin an Bord. H-J-K-L. Ich will jetzt nichts Falsches drücken. Ah, T, mit T öffnest du was. Balboa Island, die ist neu dazugekommen. Wasagatan. Ich glaube, da waren wir schon. Ja, nee, warte mal. Eine schwimmende Stadt ist das. Waren wir da schon? Ach so, jetzt. Wie heißt die? Wasagatan? Wasagatan, ne? Ne, waren wir noch nicht. Okay, und Balboa Island, das ist da halt diese komplett neue große Kuppelstadt. Die steht im Buch drin, ne? Aber ich kann mir nur Wasagatan angucken. Und halt den Radio Tower. Wir müssen zu 9137. Zu Wasagatan. Und von dort aus geht's dann wirklich weiter. Steht also nicht. Wir fahren trotzdem dort zu 1989. Das steht nämlich gar nicht im Buch drinne. Würde ich sagen. Ne, 1989 ist unsere Entfernung dazu. Das ist jetzt erst, weil ich hier umgeschaltet bin, da auf sichtbar geworden. Ach so, na dann Abmarsch, Ankerlichten, du gehst an Steuer. Wir verlassen die Popelinsel. Ich leg mal ganz kurz Holz nach bei den Motörchen. Und ja, die haben alle wieder Full Holz. Okay, es ist schon zu weit. Okay, wir fahren drauf zu, das ist schon mal schön. Ja, toll, wir starten die Welt neu und es regnet. Kann ich noch irgendwas craften, was wir benötigen? Zum Beispiel ein Fernglas für den Darko. Gibt es? Ja, es gibt's, aber ich würde sagen, ich mache uns erst einmal Stirnlampen. Tu dir keinen Zwang an. Die Wärmer brauchen, wenn wir in die Stadt gehen, bestimmt. Es wird da nicht gerade hell sein. Seil und Schrott. Stirnlampen waren hier. Darko vor uns. Was? Wie wo? Da dürfte noch nichts sein eigentlich. Lol, was war das denn gerade? Nee, hier ist eine Insel vor uns, eine große. Bin schon unterwegs.
Ich werf dir hier mal ganz kurz deine Stirnlampe hin. Ja. Wo soll ich da ankern? Auf welcher Seite? Ich bleib rechts. Ja, rechts. Immer da, wo das Schilf ist. So, und ein Fernglas wollte ich dir machen. Weil du ja eh immer am Steuer bist, dann macht sich das für dich praktisch. Gibt's das überhaupt? Ja, gibt's. Hier, Fernglas. Ich brauche eine Flasche, Bolzen, Glas und Seil. Eine Flasche? Ja. Wir haben doch keine Flasche. Die wird hergestellt aus Plaster. Also? Machst du den Anker? Jo. Sollte passen eigentlich, so wie ich jetzt stehe. Ja, ich mach dir erstmal dein Fernglas jetzt. Flasche, Kunststoff und Glibber. Ich brauch dann mal Glibbery Ditch. Das da. Das da. Und Kunststoff ist hier hinten drinne. Brauche ich 6. Das Holz kann ich hier rein, das brauche ich nicht. Ich habe selbst da Federn reingelegt, wo keine Federn reingehören. Du weißt, dass die auch an Haltbarkeit verliert. Nutz und es wird Tag, die kannst du wieder abnehmen. Verbaut, ja toll, die verbraucht dann ja Inventarplatz. Naja, dann legst du erstmal in irgendeine Kiste. Ich habe sowieso 2 im Inventar. Hä? Hab ich da eine aufgesammelt? Nee, ich habe meine noch hier. Dann hatte ich irgendwann mal eine. Ja, dann hau sie erst mal irgendwo rein. Ach du Scheiße, ich brauche wieder Glibbery Ditch. 5, 10, 14 Glibber brauche ich. Was ist denn das hier drin? Metall. Können wir dann erstmal das Glibber machen? Jupp. Ich wusste nicht, dass du welches brauchst. Ich brauche 14 Stück. Sehe ich schon wieder meinen Lieblingsvogel? Nö. Schau mal, das erste Gute des Tages. Ah, ich habe ihn gerade gesehen. Du willst mich nur veräppeln. Nein, ich habe ihn gerade gesehen. Und zwar genau da hinten fliegt er doch. Ja, warte. Da oben. Nee, warte. Genau, wenn du jetzt hier in... Ach da. Genau, in die Richtung guckst. Der kommt nicht. Gut, der hat wieder abgedreht. Kommst du? Ja, warte. Ich muss hier wegen Glibber. Ich habe halt jetzt das volle Inventar mit dem Materialien. Du kannst aber schon mal auf die Insel gehen. Das Arschlochhai, der kann wegbleiben von mir aus. Das ist wieder eine riesengroße Insel. Ja. Irgendwie die Inseln, die ändern sich gar nicht, die sehen irgendwie immer gleich aus. Abgesehen von der Struktur. Oh, hier bei mir ist der Vogel. Lass mich hier rein. Hier sind Pilze für dich. Ach ja, ich hab Durst. Willst du mich verarschen? Ne? Du
eigentlich aufgefüllt, bevor du losgegangen bist? Nö. Oh ne. Ne, der ist auf mich. Lass! Ja, ich bin gerade in der Höhle. Rezept gleichs. Was für ein Ding? Gleichschenklige Unterschenkel. Essensrezept. Habe ich nicht, damit. Ja, ich hab's im Inventar, keine Sorge. Ich nehme ein bisschen Erde mit, für was auch immer. Oh, ich habe ein Scharnier ausgegraben. Wir werden jetzt öfters buddeln gehen. Also das kommt, war das schon immer oder ist das durch das Update? Weiß ich nicht, ich habe das erste Mal jetzt gebuddelt in Raft. Sonst hat Nico das ja immer gemacht. Oh, ich höre die dreckige Wildsau schon wieder hinter mir. Haben wir hier wieder einer? Ja. Achtung, Vogel ist auf dich fixiert. Ja, ja, der ist bei mir hier. Lass ihn ruhig machen. Die Wildsau ist auch bei mir. Bist du schon ganz oben gewesen? Wenn ja, wie kommst du da hoch? Ich war noch nicht ganz oben. Ich war im Berg drin. Okay, dann check ich einfach mal, dass man da nicht hochkommt. Wow! Wieso ist die Sau bei dir? Ja, hab ich doch gesagt. Ja, aber nicht bei dir, sondern in der Nähe von dir vielleicht. Nee, bei mir, hab ich gesagt. Ich hab gesagt, die Sau ist bei mir. Für mich ist bei mir was anderes als in mir drin. Nee, wenn ich sage bei mir, dann ist sie bei mir, Darko. Dann war bei dir normalerweise Kreischalarm an. Oh, ich bin oben. Wo ist schon wieder dieses Schweinevieh? Da hinten? Oder ist das schon die zweite? Was ist das? Schwarzblume. Oh, Bären. Ein Radioempfänger. Was habe ich denn jetzt fallen lassen hier? Plaste brauchen wir nicht so viel. Ich habe einen Metallspeer bekommen. Sehr schön, ich bin nur gerade etwas beschäftigt. Hier komm, Plaste, scheiß drauf, haben wir mehr als genug. Hier oben sind wieder Mangobäume. Gut, einmal getroffen. Dorthin. Hey. Jetzt regenerier nicht, sondern hier. Hallo. Hol dir den nächsten Stein und komm her, du blödes Vogelfiech. Blaue Blumen, die sehen mittlerweile auch ganz. Halt dein Maul, du Vogel. Die sehen mittlerweile auch ganz anders aus. Darko, hast du Platz im Inventar? Keine Ahnung, ich bin gerade eher oh Mann, wieso ist das jetzt auf dich aggro? Ja, weil. Autsch, ich würde dir hier den Berg mal was runterschmeißen. Allein ich würde und dann macht das schon. Ja. Achso, hier sind noch Bären, die kriegst du auch noch. Hui. Da sind noch mehr Bären. Kommst du jetzt wieder her zu mir, Vogel, bitte? Aber ja, im Update-Verlauf steht da drin, dass man jetzt irgendwie eine Borscht machen kann. Kann es sein, dass man die aus den roten Bären macht? Was für eine Borscht?
Eine Borscht, wie bei Minecraft, die. Aber das wäre mit rote Beete. Ach so. Ja gut, dann wissen wir jetzt, für was wir die missbrauchen können. Oh nee, die ist nie hübsch. Ich dachte schon, hier wäre eine hübsche Frau, aber nix ist. Ach Mann, wie viel hält er denn noch aus? Was ist denn das für ein langes Vieh? Alles klar. So, da ist unser Boot. Das heißt, hier geht's auch gleich runter. Dann kann ich weiter Glibbery Ditch brennen. Nein, wieso habe ich nicht getroffen? Verfick nochmal. Boah, der Bogen hält auch nicht mehr so viel aus. Jetzt hol den Stein, ich muss dich noch down kriegen, Vögelchen. Sag mal, ist hier eine. Ne, ist keine Melone drin. So, wieder einmal getroffen. Wie viel hält der aus? Anscheinend viel dieses Mal. Oder regeneriert er sich? Das weiß ich nicht. Ich hau dir das Rezept mal in die Rezepte-Dings rein. Wir haben da Rezepte-Dings? Eine Rezepte-Kiste, ja. Das ist die vor den. Vor der Samenkiste. Noch einen Schuss getroffen. Okay. So, ich habe jetzt zwei Clipper. Das reicht noch nicht. Habe ich jetzt ernsthaft. Ach ne, die habe ich dir zugeworfen gehabt. Jetzt wow, hier sind zwei Stirnlampen drin, ernsthaft? Die habe ich gerade da reingelegt. Ach so. Eine ist deine, eine hatte ich witzigerweise im Inventar. Und ich treffe diesen Vogel nicht. Ja, weil ich meine im Inventar. Ich weiß gerade. Der kann doch nicht mehr viel haben. Jetzt nimm den scheiß Stein und komm her, du Drecksviech. Das doch. Lol, ich hab einen Schrottanker bekommen aus der Ehenkiste. Ich leg mal Ehen dort mit rein, wo die Stirnlampen sind, okay? Falls du mal einen brauchst. Ich kann nicht mehr treffen. Falls du mal einen neuen brauchst. So, hier brauche ich wieder Glibber. Und Fernglas müsste ich jetzt eigentlich alles haben. Oh, ich brauche zwei leere Flaschen. Fick dich doch. Hab ihn. Endlich. So, aber gegen den kann ich nicht mehr kämpfen. Nein, ich habe ein volles Inventar. Weil der eigentlich so viel Schrott geworfen hat. Nee, ist alles wichtiges Zeug. Dreck. Ja. Einfach mitnehmen. Werden wir schon für irgendwas brauchen. Das erinnert mich gerade voll an die Szene. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Und mach mal was da drin. Ah, das war die beste Szene ever. Das war die beste Szene ever. Wenn ich dann dein Fernglas fertig habe, hau ich das hier auch in die. Ey, ganz ehrlich, ich setze hier jetzt noch so eine Billo-Kiste hin, wo ich mal alles reinhaue. Ach nee, warte mal, hier kann ich die nicht hinsetzen. Hier sind nämlich die Rohrleitungen. Ich glaube, man kann nämlich diese Motoren auch anschließen. An die Rohrsysteme dann. Ich setze das jetzt einfach mal hier hin unter den Eberkopf. Beim Eberkopf sind zwei Kisten, ne? Da mache ich mal das Ganze
Werkzeug, Stirnlampen und so einen Scheiß rein. Hast du zwei Glimmer für mich zufällig? Gerade so, ja. Weil ich das ja en masse brauche. Ja, ich muss nur kurz den Bogen machen. Wow. Das hätte auch warten können. Nein, aus einem einfachen Grund. Doch, aus einem ganz einfachen Grund. Schwimmutensilien sind wichtiger als ein Bogen. Nein, der Bogen ist wichtiger, weil wir Leder für eine Rüstung brauchen dauernd. Und Eber haben wir nicht so viele. Kann sein. Das da rein. Das ist Werkzeug und das sind Waffen, genau. So dein Fernglas hau ich dann bei Werkzeuge mit rein. Yep. Denn das ist gleich fertig. Oh, ich muss die eine Flasche herstellen. So. Fernglas ist fertig. Ich hol mir noch den Eber und dann können wir weiter. Ja, lass dir Zeit.